Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Let's Play Pillars of Eternity. Wie ihr vielleicht sofort seht und vor allen Dingen auch hört, habe ich ein bisschen aufgerüstet technisch. Mir ist aufgefallen, dass die Tonqualität im letzten Let's Play katastrophal scheiße war. Das lag daran, dass ich erstens nicht laut genug gesprochen habe, wobei ich jetzt, glaube ich, ein bisschen dazu tendiere, zu laut zu sprechen, denn ich versuche das ein bisschen überzukompensieren. Ist aber wahrscheinlich gar nicht nötig, weil ich, wie ihr seht, jetzt mein Podcast-Mikrofon angeschlossen habe. Das sollte eigentlich dazu führen, dass man mich besser versteht. Das Audio vom Spiel habe ich auch ein bisschen runtergedreht. Das war deutlich zu laut in der ersten Aufnahme. Naja, man lernt dazu. Ich weiß gar nicht, ob die erste Folge jetzt irgendwie tatsächlich anschaubar ist, aber ich will jetzt auch nicht nochmal von vorne anfangen. Ab jetzt auf jeden Fall mit besserer Soundqualität. Naja, und auf jeden Fall beim letzten Mal bin ich ja gestorben, direkt schon am Anfang, weil ich mich ein bisschen übernommen habe und hier direkt es mit irgendwelchen Dieben aufgenommen habe oder sowas in der Richtung. So, ich stelle noch auf den schnellen Modus, damit ich hier ein bisschen schneller durchkomme. Ja, den Audiokommentar hatten wir in der letzten Folge schon gehört. Ich glaube, jetzt ist es doch ein bisschen leise. Ich stelle nochmal den Ton ein bisschen höher. Das Problem ist ja immer, dass ich nicht selber mich und das Spiel, also das Audio vom Spiel höre, sondern jetzt natürlich nur das Audio vom Spiel höre und nicht, wie laut ich im Vergleich dazu bin. Das war eben das Problem beim letzten Mal. Ja, und jetzt muss ich echt mal überlegen, wie ich jetzt genau hier vorgehe. Auf jeden Fall mal häufiger speichern. Das ist natürlich sowieso eine Grundregel von allen diesen Rollenspielen. In dieser, vor allem auch dieser Oldschool-Tradition wie dieses hier eben. Was ja, wie schon jetzt häufiger erwähnt, sehr stark in der Tradition von Baldur's Gate 1 und 2 steht. Ja, jetzt komm, Gesetzloser. Ein Problem war beim letzten Mal auch, dass ich nicht abgewartet habe, bis ich wieder vollständig, also nicht geheilt war, sondern meine Ausdauer sich wieder regeneriert hatte. Wodurch ich sozusagen schon angeschlagen in den Kampf gegangen bin. Ah ja, das war der Typ mit dem Helm, ich erinnere mich. Den Helm hatten wir auf jeden Fall angezogen. Ich finde hier dieses Menü immer noch sehr, sehr seltsam. Also, man kann natürlich jetzt hier auf die verschiedenen Kategorien klicken und dann sind die entsprechenden Gegenstände offenbar optisch hervorgehoben. Aber irgendwie hatte ich doch letztes Mal auch noch eine andere Möglichkeit gefunden, dass hier auch. Achso, ja, genau, auf diese Schatztruhe habe ich hier geklickt. Das fand ich irgendwie ein bisschen übersichtlicher, genau. So, genau. Ich wollte nämlich den Schild nutzen. Allerdings nicht zusammen mit dem Speer, sondern mit einem Schwert, was jetzt aber nicht mehr da zu sein scheint. Das hatte ich vielleicht von einem anderen Gegner dann bekommen. Genau, den Helm hatte ich aufgesetzt. Und ich hatte noch einen Umhang angezogen. Den ich auch noch nicht habe. Okay. Gut, aber mal zwischenspeichern. Und ich bin wieder nicht voll. Und hier dürfte ich gleich wieder in den nächsten Kampf reinrennen. Wenn ich mich recht erinnere, ja, genau, diese jungen Wölfe, die waren allerdings, glaube ich, noch nicht so hart. Let's go! Let's go.
Er ist auch nicht tot, nur niedergeschlagen. Ich erinnere mich auch an diese Mauer, genau, da war ja das Problem, dass wir nicht das richtige Werkzeug hatten, um da hoch, da durchzuklettern. Wahrscheinlich würde man sonst da oben hinkommen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das hier funktioniert mit der Ausdauer. Wir haben jetzt 54 von 72. Und ohne dass ich etwas tue, scheint da jetzt sich auch nicht großartig was zu tun. Also die scheint sich gerade nicht zu generieren. Vielleicht liegt es daran, dass wir rasten müssen. Große Müdigkeit. Ich will halt nicht mein einziges Rastpaket, was ich habe, jetzt unbedingt hier aufgeben. Na, ich rede mal mit diesem Mann hier. Dieser Mann scheint eigentlich dabei zu sein, sein Lager mit schnellen, ruckartigen Bewegungen abzubauen. Als du dich näherst, schaut er mit angespanntem und erschöpftem Gesichtsausdruck zu dir auf. Sei gegrüßt, sagt er ein wenig außer Atem. Auf dem Weg nach Süden, was? Ich muss schon sagen, dass ich hier draußen nicht zu viele Aumauer zu Gesicht bekomme. Du bist nach Trutzbucht unterwegs. Ich habe gehört, dass es im Hafen jede Menge Arbeit gibt. Wahrscheinlich bekommt man hier direkt irgendwie die erste Quest. Dass man den Freund sucht oder sowas. Good day, Stranger. Im Nordwesten ist ein Bär. Ich würde da nicht hingehen. Dieser Bär ist wirklich ein riesiges Untier. Ich würde es hassen zu hören, dass er noch ein weiteres Leben gefordert hat. Na gut, das klingt ja für ein Abenteurer jetzt erstmal nicht so abschreckend. Wobei, wie wir ja beim letzten Mal schon gesehen haben, wird hier allzu viel Wagemut dann doch relativ schnell bestraft. Das ist eben auch ein bisschen oldschool. Also der Spieler wird jetzt hier nicht wie in aktuellen Spielen so ein bisschen... Ja, wie soll man das nennen, verhätschelt, sondern man kann eben doch auch relativ schnell sterben. Also interessanterweise, hier im Kampf geht jetzt meine Ausdauer teilweise wieder hoch. Allerdings nicht über 54, was ja vorher schon mein Wert war. Vielleicht ist das die maximale Ausdauer, die ich mit dieser Gesundheit noch bekomme oder sowas. Ja, also unser Ziel ist ja wie gesagt Goldtal. Da wird es wahrscheinlich jetzt, wenn ich hier unten rausgehe, wird der Weg nach Goldtal führen. Ich kann das momentan nicht auswählen. Ich würde allerdings trotzdem ganz gerne noch vorher es noch einmal versuchen. Oder soll ich es versuchen nochmal mit? Ne, es war eigentlich aussichtsloser Kampf. Ne? Da sind sie nämlich. Ich würde dann doch sagen, ich gehe direkt nach Goldtal und schlafe da erstmal, damit ich jetzt hier diese... diese Rastvorräte da nicht aufbrauche, die es nur sehr begrenzt gibt.
Und zu diesem Ort kann ich ja nochmal zurückgehen, wenn ich ausgeruht bin und vielleicht Begleiter habe. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever Ja, also die Hohlgeborenen sind hier so ein zentraler Punkt der Story. Wie gesagt, ich habe ja schon mal ein bisschen in diesem Dorf hier gespielt und das scheint irgendwie ein sehr wichtiges Ereignis hier zu sein, dass die Mütter nur noch diese Hohlgeborenen erzeugen, oder was heißt nur noch, aber sehr, sehr viele von den Kindern, die zur Welt kommen, sind sogenannte Hohlgeburten, also Kinder ohne Seele, und das bedeutet hier in diesem Fantasy-Kontext, dass die eben irgendwie nur noch mit leeren Blick in die Gegend schauen und eigentlich keine wirklichen Menschen sind, mit denen man irgendwie interagieren kann. Well, I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then. After the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad sure is often worse than none at all. Die Frau, die mir hätte helfen können, hängt da tot am Baum. Der lokale Fürst scheint so ein bisschen auf einem Rachefeldzug zu sein. Ja, diese Zeremonie, genau, von der ich Zeuge wurde, was steckt da eigentlich hinter? Ein neues Ritual zur Befriedung der Götter. Also hat irgendetwas die Götter hier wohl ungnädig gestimmt. Keep out of. Ja, von was soll ich wegbleiben? Ah, okay. Listen! Listen heißt übrigens, hört zu und nicht zuhören. Let that be the last. Three. Gods have mercy. Eine neue Hohlgeburt nehme ich an. It seems your arrival is ill-timed. Three bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal.
Gut, zu dem soll ich immer zurück. It's usually best to leave the beginning of the game for last. So this area was designed in the advanced stages of development. The idea here was to convey a rundown, bleak farmer's town that suffers from the iron rule of a local warlord. Redrick is the name, whose hall lies nearby, and it's also its own adventure area. Here in Gildedale, it was important to give a glimpse of how bad things really were in this world right away. So I made sure to design the layout in such a way that the tree with the hanging bodies became one of the first things to appear in view when you first arrived to town. Another important buildings to introduce you included an inn, because you need an inn somewhere at the start of an RPG, that's just expected. Places to shop and tinker, like the Blacks. Das sind alles nur Dörfler. Wenn Leute so genannt werden, weiß man in der Regel, sind nicht wichtig. Aber der hat einen Namen. Looking for someone in that tree? Sprich ihn jetzt mal an. I could introduce you. Okay, mit dem kann man nicht besonders viel reden. Vielleicht wird er nochmal später wichtig. Hier kann man irgendwas machen. Ein Geheimfach oder sowas. Ach, hier ist einfach Blutmoos, okay. Genau, und das hier ist der Eingang zu diesem Dungeon, von dem ich in der ersten Folge erzählt hatte. Wo ich mal ganz am Anfang, als ich das hier zum allerersten Mal gespielt habe und ein bisschen im Dorf gespielt habe, direkt gestorben bin, als ich da einfach so alleine reingegangen bin. Deswegen muss ich mir auf jeden Fall erstmal einen Mitstreiter suchen, bevor ich wieder reingehe. Hier sind wütende Einwohner. Okay, ja genau, das ist einer der Begleiter, den man mitnehmen kann. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? Ärger mit den lokalen Dörflern, die so ein bisschen so als die Rednecks dieser Fantasy-Welt hier dargestellt werden. Also mit großen Vorurteilen auch gegenüber Elfen. Er ist ja ein Elf. Und als, wie das in diesen Fantasy-Welten meist so ist, Abenteurer mit recht modernen Vorstellungen stellt man sich natürlich dem, was es muss hier in den Weg. Go on, say it again. I'm itching for an excuse. Why, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Okay. Dieser Arbeiterakzent oder was das jetzt im Original hier sein soll, wird jetzt so mit Bayerisch übersetzt. I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. Oder wie er sie ein bisschen persifliert dann. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. An solchen Stellen ist natürlich dann immer die deutsche Übersetzung ein bisschen holprig. Ja gut, also dann hat man sie schnell zu Feinden gemacht, hier diese komischen Rednecks der Fantasy-Welt, und die sind aber auch genauso schnell wieder besiegt, wie sie einen angreifen. Not quite how I hope to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that. Das hat eigentlich sogar Spaß gemacht. Courtesy is a rare pleasure in these parts. Your accent suggests that you are no more local than I. Ja, das verrät eigentlich auch schon mal ein Aussehen. Aloth Corvisser, at your service. I'm a wizard by training, and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I'm grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. And how exactly did you come to be here? In Gwythyn Ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times. And you survived? I've heard such a thing was impossible. But it seems you either have a knack for timing or the favor of the gods. Als Held eines Spiels mir gerne mal der Günstling der Götter.
I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a... Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das Mikro jetzt die ganze Zeit den Sound, den ich ja über die Lautsprecher höre, mit aufnimmt. Ich hoffe, dass sich dieser Effekt in Grenzen hält, aber das war ja beim letzten Mal eigentlich auch der Fall und das war eigentlich nicht das Problem. Begging your pardon, but neither do you. Ich glaube, man muss wirklich alles, also muss wirklich sagen, ich breche auf und dann erst kann man ihn mitnehmen. So, jetzt habe ich ihn endlich in meinem Gefolge und loote natürlich noch die Rednecks. Ja, ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht die Waffe habe, die ich letztes Mal hatte, wobei die war jetzt auch nicht wirklich besser als das Schwert. Das war nicht so richtig klar. Ach, hier ist das Schwert. Okay. Das Schwert habe ich also doch so. Genau, ich hatte ja beim Stufenaufstieg diese Soldatenwaffenspezialisierung gewählt, worunter auch Schwerter fallen, wenn ich mich da richtig erinnere. Das ist das Gasthaus zum Schwarzen Hund. Genau, da wollte ich jetzt auf jeden Fall erstmal pennen. There's a couple of jokes in here about the inn's previous owner having disappeared, you might note, and that grew out of our never hearing back from the innbacker. It's all meant in good fun, of course. I had a little poster in my office of the old promo art for Baldur's Gate 3, and while we were thinking of names for this place, I started using the Black Hound as a placeholder, thinking that it wouldn't stick. It ended up getting the thumbs up, and Josh Sawyer asked Art to implement the poster image as a stained glass window on the lower floor. The dog upstairs actually came later. Once we started assigning locations to the various pets, the placement for the black dog seemed fairly obvious. Also, offenbar irgendein Kickstarter-Backer, der, also Unterstützer, der speziell hier diese Erstellung dieses Gasthaus unterstützt hatte, hat sich irgendwie nicht mehr gemeldet und deswegen gibt es hier wohl viele Jokes, Witze über das Verschwinden dieses Innkeepers, also wie sagt man, Gastvaters dieses Gasthauses. Ah, hier kann man einen Söldner anheuern, genau, dann erinnere ich mich auch noch. Erstmal was die jetzt verkaufen haben, das nehme ich jetzt gar nicht so sehr, sondern ich muss natürlich erstmal hier ganz viel Zeug verkaufen. Dieses ganze Loot, was ich so mit der Zeit eingesammelt habe. Armbrust. Muss ich mal gucken, vielleicht kann nur 5, ja, 5 ist alles 5. Vielleicht kann das ja der Magier einsetzen, weil jemand anders den ich gleich noch aufsammeln. Oder die Lederrüstung, vielleicht auch. Ein Schild behalte ich mal eben, muss ich mal eben gucken. So. Davon irgendwas sinnvoll einsetzbar ist bei ihm jetzt hier. Okay, also der Stab ist ein Zweihänder, das heißt, den kann man schon mal nicht mit dem Schild kombinieren, aber sein zweites Waffenset. Und jetzt müsst ihr natürlich irgendwie wissen, ob er in der Lage ist, eine Armbrust zu schießen. Und da habe ich jetzt wieder keine Ahnung, wie man das herausfindet. Wahrscheinlich können das erstmal alle Charaktere ungefähr gleich gut, ohne Spezialisierung.
Dementsprechend würde ich mal sagen, ja, rüste ich ihn vielleicht einfach mit der Primärwaffe mal mit der Armbrust aus. Wobei, jetzt brauchen wir natürlich auch noch Bolzen. Oder brauchen wir hier gar keine Bolzen? Tja, das sind alles so Fragen, die man noch rausfinden muss im Laufe des Spiels. Eine Sache, wo ich mir auch noch nicht sicher bin, ist, ob man hier so ohne weiteres stehlen kann, ohne dass das Leute stört, aber momentan scheint das so zu sein. Wo sind jetzt wieder die Sachen, die ich eingesammelt habe? Muss ich dafür jedes Mal hier auf diese Kiste klicken? Da sind ja auch noch so Keulen und sowas, kann ich auch alles verkaufen. Warum habe ich das eben nicht gesehen? Good day to you. Achso. Das ist die Option, die ausgeblendet war, weil ich sie schon mal gewählt hatte. Okay, also einfach mal auf die Kiste klicken, dann sieht man schon mal alles, was man hat. Also hier die Dolche, die brauche ich definitiv nicht mehr. Diese namenlosen Waffen auch nicht. Das Rapier behalte ich jetzt erstmal, das war ja von dem Magier. Die Streitaxt sieht gar nicht so schlecht aus. Bonus kritischer Schaden, die muss ich mir gleich mal genauer angucken. Die Keule kann noch weg. So. Dann gucke ich mir jetzt mal hier eben diese Streitaxt an. Das ist wahrscheinlich besser als diese Waffe auf jeden Fall. Vielleicht auch sogar besser als das Schwert. Kann man das mit dem Schild zusammenführen? Ja. Ja. Wie ist das jetzt wieder passiert? Scheiße. Okay, Kiste. Wo ist jetzt die Streitaxt hin? Ich verstehe es wieder nicht. Hier ist sie. Okay. Also Streitaxt hat nämlich den maximalen Schaden bis 16 und das Schwert auch bis 16. Geschwindigkeit Durchschnitt und Geschwindigkeit hier ist auch Durchschnitt, aber dafür hat dieser Bonuskutscher Schaden, was das Schwert nicht hat. Und wahrscheinlich war die Streitaxt auch unter den Waffen, bei denen ich einen Bonus bekomme durch diese Soldatenwaffenfähigkeit. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Achso, habe ich noch ein Schild? Ich habe noch ein Schild. Das kann ich dann auch für das zweite Waffenset benutzen. 8 Abwehr. Und das hat 12 Abwehr. Okay, dann sollte ich das mittlere Schild, das andere ist ein kleines Schild, dann sollte ich das mittlere Schild mal für das erste Waffenset benutzen. Ach ja, und ich wollte noch gucken, ob diese Rüstung hier besser ist als das, was der Magier hat. Nein, ist aber nicht besser. Okay, dann kann ich sie auch verkaufen. Welcome. Ja, und hier hatte ich ja noch Sachen eingesammelt, die ich eigentlich auch direkt verkaufen wollte. Aber was war das nochmal? Hier ist auch noch alles Mögliche. Mein Gott, ich muss hier nochmal irgendwie gucken, dass ich nochmal alles durchgehe. Hail, Traveler. Also, diesen ganzen Kram hier. Die ganzen Lederrüstungen. Schuppenpanzer. Ja. Alles weg. Und dann habe ich... den ganzen Kram brauche ich ja auch nicht. Also mit so irgendwelchen Alchemiezeug und so halte ich mich normalerweise in diesen Spielen nicht auf. Wolfshaut, weg damit. Und die Entwicklung eines Schmelzziegelritters. Keine Ahnung, wo ich das her habe oder was, wofür das gut ist. Ich glaube, das kann ich auch verkaufen. Aber
irgendwie so Schriftrollen und sowas. Wo finde ich das? Also erstmal das alles weg, so. Ja, ja, komm. Verbrauchsgegenstände, ja genau, das auch noch. Achso, das Bier ist gar nichts wert. Schnaps auch nicht, Milch auch nicht, Getreide auch nicht. Und die Schriftrolle des Flammenfächers, die kann ich mal verkaufen, so. Ah ja, und dann wollte ich auch noch schlafen. Gods keep you. Ja, der Gemeinschaftsraum reicht. Hab ja nichts Wertvolles, was mir gestohlen werden kann. Du schläfst ruhelos und fieberhaft und im Schlaf wirst du von Gezische und Geflüster attackiert, über das sich ein erstickendes Angstgefühl wie eine Decke legt. Du öffnest deine Augen, um aufzuwachen und findest dich vor dem Galgenbaum in Goldhall wieder. Das Knarzen der Seile wird in deinem Verstand immer lauter, bis das Geräusch ohrenbetäubend ist. Am Baum hängt eine alte Zwergin, deren Gesicht wie eine zerfallene Frucht nach innen gesunken ist. Ihr Kopf hängt schlaff zur Seite. Als du sie ansiehst, wird sie in deinem Verstand immer größer und größer, bis sie schließlich nur noch wenige Zentimeter vor deinem Gesicht entfernt ist. Urplötzlich reißt sie ihren Kopf nach oben und ihre leeren Augen auf. Die dahinterliegende riesige Leere lässt dir den Magen in den Knien sinken. Sie öffnet langsam den Mund und begleitet von einem widerlichen Luftstoß dringt ein einzelnes Wort an deine Ohren: Wächter. Du reißt dich aus dem Traum, aber der üble Geruch der Zwergin steht dir immer noch in der Nase. Der Schweiß läuft dir in dicken Tropfen von der Stirn und deine Haut ist von Kopf bis Fuß schweißnass. Du erinnerst dich daran, ihr verfallenes Gesicht gesehen zu haben, als du mit dem Magistrat sprachst. Beseelerin, so hatte er sie genannt. Ach ja, ich erinnere mich. Obwohl dich das mit einer mulmigen Ahnung erfüllt, spürst du einen merkwürdigen Drang, diese Frau noch einmal zu treffen. Auch wenn du nur sicher gehen willst, dass sie wirklich tot ist. Gut, dann sollte ich, jetzt bin ich auch wieder voll hier, dann sollte ich mal noch einmal an diesen Baum gehen und mir diese Zwergin, diese Beseelerin genauer ansehen. Trinker sind wahrscheinlich nicht wichtig. Ah ja, okay. Finished. Ups, das hat er gesehen. Aber es scheint nicht schlimm zu sein. Und es war ja auch ganz gute Beute drin. Also diese Verwaltung der Items finde ich wirklich nicht optimal. Hier ist jetzt auch wieder so eine Schrift drin aufgetaucht, die ich eben noch nicht hatte. Ein schwacher Ring der Abwehr. Ah ja gut, das ist ja schon mal gut. Das ist sich aber meinem Hauptcharakter an, das ist ja der Tank. Der hat schon einen Ring, aber okay. Einer geht noch. Immer diese Heldenhände, in denen man nur zwei Ringe stecken kann. Oder einen Ring pro Hand. I've got it. Das konnte ich jetzt so knacken. Ohne Dietrich offenbar, wegen Mechanik 2. Und wieder weiß ich nicht, wo ich diese Items jetzt habe. Duellantenhut. Bringt aber nichts. Und ein Türkis, okay. Dietrich ist sehr gut, die brauche ich. Und die frühe Kolonialgeschichte von dieser Gegend hier, Driwald. Ja, dann würde ich sagen, zurück zu dem Baum. Zu der Beseelerin, der Zwergin. Und an dem
Baum hatte ich letztes Mal auch noch einen Krieger aufgesammelt, den ich in meine Gruppe aufgenommen habe. Vielleicht redet der jetzt mit mir, war das der? Nein, anscheinend nicht. Hier, dass diese Zwergin da leuchtet irgendwie, das ist wahrscheinlich die Beseelerin. Wobei hier jetzt nichts passiert. Ah, so. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Ich komme direkt zur Sache. Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again, but less than what we lost. A very small few resist Rimagan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time, but they all succumb eventually, I think. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there? You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now. And a watcher you will stay. What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair, and souls pass on, some say through Audra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it. Sometimes more than they were before. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them. Genau, das Me? Ist so eine... I'll bore you to tears, though. So eine Fähigkeit, die ich gewonnen habe, wie auch immer, vermutlich hat das was mit dem Biwak zu tun, den ich überlebt habe. Wenn ich mit Leuten rede, dann kann ich in ihre Seelen schauen. Das heißt, ich, wenn ich jetzt irgendwelche Dörfler hier anquatsche, dann ist häufig so, dass dann so eine kurze Geschichte aus ihrem Leben meist ziemlich prägend erzählt wird und ich sozusagen hinter die Geschichten schauen kann oder hinter die Menschen schauen kann, was für eine Geschichte hinter denen steckt und welchen Charakter sie haben. Allerdings hat das, soweit ich das jetzt bisher angespielt hatte, keine großartigen Auswirkungen auf das Spiel. Also man kann da nicht mit diesen Leuten darüber reden oder so. Von daher habe ich das dann auch nicht besonders häufig gemacht, die Leute anzusprechen und mir diese Geschichten durchzulesen. Wobei das natürlich schon eine ganz nette Hintergrundstory ist. Also sich das, also da haben sich die Entwickler schon recht viel Mühe gegeben, sich diese ganzen vielen kleinen Geschichten auszudecken, die man allerdings immer auch alle komplett durchlesen muss. A student of the soul. Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. But the best of us? The best? Inspirations. Miracle workers. My parents were soul twins. Miserable before they met, empty inside. It was an animancer who helped one find the other. Turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives.
The suicidal brought back from the brink of oblivion. It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood that does not control the research, no? I love the Valian Republics for many things, but their recent caution will leave them behind, I fear. Oh, come now! Such a question! Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pit. Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful... And here I thought you'd come to visit me. Of course, dear. You should see. Is that what we're doing? Kann ich jetzt noch mal mit dem reden? 17 and a half. Well, could be 18, depending on how you count the dwarf woman. Anscheinend jetzt, ja. Jetzt kann ich wahrscheinlich mitnehmen. The dwarf woman. You were trying to figure out the people hanging from the tree. 18 of them. Name's Adair. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think... I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. Never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a Radric at first. Careful, friend. Best not use that word round here. There'd be any number of Radric bootlickers within earshot. So, of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me picked the wrong god. That's what it comes down to. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Seems that's no longer a concern. Nur, da muss ich also noch hin. Years ago. He tamed that place. People would seek him out. A man such as that, there'd be things I'd want to ask. Not sure how I feel about setting out with a stranger, and a strange one at that. But all right then. Guess I'll do some sightseeing. So, jetzt sind wir zu dritt und ja. Zwei meiner Charaktere können aufsteigen. Ja, jetzt kann ich hier nochmal... Gut, ich mache mich einfach ja selber mal zu dem Dieb, der die Kisten öffnet. Das ist ja offenbar eine wichtige Eigenschaft. Heimlichkeit lasse ich immer mal weg, oder? Hm. Ja, komm. Irgendwie habe ich ja sowieso nicht so viel Auswahl. Überleben kann ich jetzt gerade gar nicht steigern. Ich kann ja jetzt eigentlich nur noch Heimlichkeit steigern, letzten Punkt. Das geht ja irgendwie nicht. Gut, dann mache ich das auch. Okay, und jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt nehme ich, glaube ich, mal dieses diszipliniertes Bombardement. Genauigkeit wird kurze Zeit erhöht. Ja, gut. Und der Magier... ja, Wissen ist für den natürlich wichtig. Dann steige ich bei dem jetzt mal Heimlichkeit und noch Überleben. Wow, jetzt muss ich mich direkt mit dem Magiesystem auseinandersetzen. Was klingt denn hier nach viel Bumm? Feuerstrahl. Und rollende Flammen. Oder? Oder gibt es irgendwie einen Heilzauber?
ja, dieses Infusion der Lebensessenz erhöht die Ausdauer. Rollende Flamme ist wahrscheinlich eher so der Flächenzauber im Angriff. Und der Feuerstrahl eher so der gezielte. Dann gebe ich ihm einen Heilzauber und diesen Feuerstrahl. Mhm. Ach so, die anderen sind jetzt hier gar nicht. Hey. How may I? Dabei. Ja. Good day to you. Ach so, das war der, den wir eben getroffen haben. Also anscheinend verdächtig unser Charakter, diese beiden hier. Mhm. Wieder Action. Eine Fehde zwischen dem Müller und einigen Bauern wahrscheinlich. Man muss sich halt erstmal mit den kleinen Dingen im Leben beschäftigen, bevor man die großen Drachen besiegt hier. Ich weiß gar nicht, ob es hier Drachen gibt oder sowas, aber... Das ist halt so ein eher klassischer Einstieg. Kleinere Auseinandersetzungen zwischen Dorfbewohnern und anderen Charakteren. Ich helfe natürlich gerne. Das war auch, ist auch eine Quest, die ich schon gemacht habe beim letzten Mal. Ups, hat's gemerkt. Aber die Leute scheinen das nicht besonders übel zu nehmen, wenn ich sie beklaue. Sie machen nur einen kurzen Kommentar dazu. Aber eventuell sinkt mein Ruf oder irgendwie sowas. Das könnte natürlich sein. Oh ja. Ruf. Gut, dann sollte ich das mit dem Clown vielleicht mal lassen. Also zumindest direkt vor den Leuten, vor den Augen der Leute. Genau, die Dörfler, die diese Feder haben mit dem Müller, sind in der Kneipe. Daran erinnere ich mich noch.
Gods keep you. Achso, nee, Quatsch, mit der will ich gar nicht reden. Wobei, ich kann noch mal gucken, was ich noch so alles verkaufen kann. Das ist wahrscheinlich, hat sich wieder einiges angesammelt. Okay, das bringt nichts. Das Ale und das Bier ist einfach wertlos. Ja, den Trank werde ich wahrscheinlich jetzt sowieso nicht nutzen. Den Hut brauche ich nicht. Achso, wie viel hat der? 4. Hier sind die drei. Hail Traveler. Mit Alkohol kann man Leute immer überzeugen. Oder zumindest hier diese Rednecks. Gods keep you. How do you do? Ich versuche mal auf die nette Art. Und jetzt haben wir die Feder schon beigelegt mit einer Runde Met. Können zum Müller gehen und ihm die frohe Botschaft verkünden. Das Scrollen ist irgendwie sehr, sehr langsam. Good day to you. Ja, den Tageseinnahmen brauche ich nicht. Da verdiene ich mir lieber wieder besseren Ruf, nachdem ich mich jetzt beklaut habe. Obwohl, hat das jetzt was gebracht? Ich weiß es gar nicht. Oder vielleicht mehr Abenteuerpunkte oder sowas? Ich weiß es nicht. Häufig ist es ja gut, in diesen Spielen irgendwelche Belohnungen abzulehnen. Dann spielt man sozusagen den guten Helden aus und wird dadurch auf die eine oder andere Weise meistens belohnt. Zumindest hat das so eine gewisse Tradition, dass es sich nicht unbedingt lohnt, böse zu spielen. Abgesehen von der Tatsache, dass man natürlich, wann immer es geht, alle möglichen Leute beklaut. So, das Dungeon, ein verlassener Tempel, wenn ich mich richtig erinnere, von irgendeinem in Ungnade gefallenen Gott oder sowas in der Art. Good day to you. Tempel von Neotas, dem zersplitternden Gott.
Naja, es läuft ja am Ende immer darauf hinaus, dass man den Tag rettet, indem man irgendwas findet, tut oder The Temple of Leophis was intended to be an archetypal gothic dungeon with big archways and trick sconces and such. We looked at a lot of cathedrals, tabletop tile sets, that kind of thing. On paper, each of these rooms had a listed purpose and name, though I quickly decided that the privies had been buried under rubble. Let's go! Ah ja, die Armbrust funktioniert, auch ohne Munition. Ah, ich bin vergiftet. Das ist uncool. Müssen wir eben kurz gucken, meine neuen Fähigkeiten. Also Schmelztiegel der Seele. Das ist, weil ich Wächter bin, habe ich das bekommen. Der Wächter trennt die Lebensessenz seiner oder ihrer Feinde auf und erlangt dabei Ausdauer. Ah, okay. Das geht aber nur einmal pro Ruhepause. Das muss ich mir also für die harten Kämpfe aufsparen. Das geht einmal pro Begegnung. Das ja, das kennen wir ja schon auch. Pro Begegnung und die Heilung pro Ruhephase. Ruhepause. How may I help? Und ja, der hat jetzt Arkanen Angriff, Magieblitz und ja, Feuerstrahl. Und noch eine Reihe anderer Zauber. Die ich mir vielleicht mal bei Gelegenheit genauer anschaue. Wenn ich denn in einem schwierigen Kampf bin. Auch mal Ausrüstung zum Lager errichten. How may I help? Gar nicht mehr so gut aus gerade. Das war's. Beziehungsweise. Ah ne, nur noch er ist aktiv hier. Das ging mal wieder schnell, dann muss ich beim nächsten Mal schauen, dass ich ein bisschen mehr Taktik in das Spiel reinbringe und mir wirklich mal auch diese Zauber von dem Zauberer genau anschaue und mich ein bisschen besser auf den Kampf vorbereite. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ja, beim nächsten Mal schaue ich mir mal genauer an, was diese Zauber eigentlich alles können. Und wie ich diese Kämpfe besser überstehe. Bis dann.